Mann! Hurensohn. Nee. Nee. Ach, leck mich doch. Ich krieg da das nicht mehr hin. Ich hätte gern wieder einen Energietank. Nö. Das Problem ist nämlich, wenn wir den einmal einsammeln, dann kommt der nicht mehr wieder. Mir ist dann ein Energietank ist mir lieber. Nö, Leben will ich auch nicht haben. Energietank, kleiner Mann. Nö. Kannst du behalten. Ich brauche einen Energietank. Sonst wird das nichts. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt kommt er nur noch mit so einem Billo-Zeug, will ich jetzt nicht sagen, weil eine große Energie schon was Feines. Aber... Ja, vielen Dank, kleiner Mann. So, jetzt kommt der Große. Ich hoffe, der lässt eine große Energie liegen. Ein Leben ist auch okay. So, kommt hier wieder Wasser? Ja. Vielleicht lässt er irgendjemand anders eine große Energie liegen. Ich würde mal gerne wissen, ob das den Gegnern zugeordnet ist, was sie fallen lassen können. Das ist halt so, kleine Gegner nur kleine Energien fallen lassen können. Fuck. Da war das Wasser nicht hoch genug. Egal. Also die kleinen Gegner nur so kleine Energien, manche Gegner überhaupt nix. Oder ob das einfach nur total random ist, welchen Gegner man... Also von welchem Gegner man was bekommt. Ach genau, hier kommt der Fisch nochmal, der große. Das war schön. Hat mir sehr gut gefallen, 5 Sterne. Ich würde gerne wissen, ob hier unten irgendwas ist, aber es ist wahrscheinlich nur der Tod. Warum ist das da gerade explodiert? Ich verstehe diese Minen nicht so wirklich irgendwie. So, was kommt nun? Ich vergesse das irgendwie immer, was da so kommt. Ach, hier. Okay. Was wollte ich bei dem nochmal nehmen? Ich hab das schon wieder vergessen, ne? Das ist so ein Skull. Ich mach Skull zuerst, weil das wird mir ziemlich an Energie rauben, glaube ich. Weil der ja quasi... Ich muss in den Rhein laufen. Nee. So funktioniert das nicht. Das Blöde ist halt, dass der da rumfliegt die ganze Zeit. Und das geht mir tierisch auf die Eier. Ich glaube, ein oder zwei Dinger habe ich noch. Ja, das war's. Oh!
Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war, aber... Nein! Nein! Oh! Ja gut, wir haben noch einiges an das. Aber ich dachte, ich bin gerade davon ausgegangen, dass ich tot war. Also ich schieße den Eimer ab und dann springe ich direkt über den. So nervig! Ich gehe da mal zu Ringman und hoffe, dass wir den mit Brightman kaputt kriegen. Ach nee, das ist diese dumme Dreckstage, ne? Oh, ich hasse die! Das ist echt die behindertste Stage, die es gibt, ne? Ich kann die vom Aufbau echt überhaupt nicht ab. Oh, eine kleine Energie. Schön. Das ist auch die, die dunkel wird am Ende, ne? Grrr. Okay, tschüss. Wollte eigentlich gar nicht drunter herrutschen. Mein Gott. Also, Steuerung. Hallo? Steuerungstechnisch ist das hier irgendwie ein bisschen. Ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, was da los ist. Warum? Warum rutscht er da weiter? Mein Gott, ey, ist das nervig. Ihr hört höchstwahrscheinlich meine Drückerei auf dem Gamepad. Das ist mir aber scheißegal. Ach ja, hier das Nilpferd. Ich habe echt Probleme mit dem, ne? Ich sag mal, ich habe eher Probleme mit dem ganzen Spiel. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mit dem Mega Man-Spiel so Probleme hatte. Kann auch sein, dass ich mich jetzt einfach täusche. Nein, hier kommen die Augenviecher. Ach, scheiße. Düst der da weg? Lass mich einfach an den Ruhe. Thank you.
Ach komm. Und das Augenvieh, ne? Das erste jedenfalls. Sie. Aber das hier ist einfacher, weil das Ding einfach weiter weg steht und einen die dann nicht treffen können. Egal, ob man springt oder steht. Ich könnte mir vorstellen, dass hier Brightman hilft. Ja, ich glaube, das erhält ja den Hintergrund ein bisschen. Kann ja sein, dass man den blendet. Aber das ist jetzt auch nur eine vage Vermutung. Aber jetzt kommt ja nochmal das... Das schöne Nilpferdchen auf dem Podest. Schön. Mann, ich treffe hier gar nichts. Timing ist mega scheiße. Das nehmen wir noch mit. Wenigstens ein kleiner Trost. Noch eins! Geil! Okay. Was haben wir denn? 4 Leben. Okay, aber kein Energietank. Und hier war der Speicherpunkt, glaube ich. Ah, hier gibt's ja noch den kleinen Mann. Da kann man doch ein bisschen was triggern. Fein, fein, fein. Und damit kann sie gerade mal wieder direkt nach Hause gehen, Junge. So Müll will ich nicht haben. Nö, habe ich schon 2 Stück bekommen. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Nee, ich möchte keinen Energietank. Das wäre ganz lieb von dir. Nee, nee. Ich wechsle mal zum Buster. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Nee. Ach komm schon, ein Energietank. Nee, das will ich nicht haben. Also entweder große Energien leben. Also ich glaube, der bringt hier keinen Energietank. Ich mach noch 5 Mal. Nun. Also wie gesagt, ich glaube, ab einer gewissen Entfernung fangen die an, sich zusammenzurollen. Ah, Ficker, ey. Ah, den Jet haben wir doch hier benutzt, ne? Wim, wim. Tschüss, Jet. Das ist okay, das ist okay. Ich wollte gerade sagen, der hat die Dings nicht aufgehoben, aber wir hatten ja volle Energie. Oh, ein Leben. Dankeschön. Vielen Dank. Immer noch 4 Leben. Oh, das kann ja nur gut werden. 4 Leben, ein Energietank. Das muss funktionieren. So, Jet. Hau mal rein, ne? Ja. So, ja. Ficken!